Leute, willkommen zu einem neuen Video. Da mein Meerschweinchen Do-It-Yourself so eigentlich ganz gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich mache sowas nochmal. Und zwar wollte ich eine Meerschweinchen-Pizza machen. Also nicht so eine richtige Pizza, sondern die wird komplett aus Gemüse bestehen. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Für die Pizza benötigt ihr ein Brettchen, ein Messer, womit ihr das Gemüse schneidet. Einen Teller, der unseren Pizzateller ersetzen wird. Und am besten das Lieblingsgemüse, euer Meerschweinchen. Als erstes nehmt ihr das Brett vor euch und das Gemüse. Hier habe ich schon mal ein Stück von der Paprika abgeschnitten, die ihr dann noch in Streifen schneiden müsst. Dann schneidet ihr die Paprikastreifen noch in so kleine Würfelchen. Ich mache das jetzt mal schnell kurz. So sieht das jetzt erstmal aus. Wenn euch das Gemüse am Ende nicht schickt, könnt ihr natürlich noch etwas dazu tun. Am besten nehmt ihr euch auch noch gleich eine Schüssel dazu, damit ihr die Sachen so lange da rein tun könnt. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, weil ich gerade nicht weiß, ob ich es gesagt habe, einen Kopfsalat oder einen Eisbergsalat braucht ihr auch noch. Dann nehme ich mir erstmal die Schüssel und tue die Paprikastreifen so lange da reinmachen. Beziehungsweise die Würfel. So, dann nehme ich mir als nächstes diese kleine Gurke hier. Die schneide ich hier einfach in Scheiben halt. Und dann in so Sterne. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch das eben. Ihr nehmt einfach eine Scheibe, schneidet die erstmal hier so durch. Also so. Dann nochmal so. Und dann nochmal hier. Da so durch. Und dann nochmal auf der anderen Seite so durch. Dass dann so kleine Stückchen rauskommen. Hier diese Stückchen da. Das macht ihr dann mit jeder Gurkenscheibe. Ich wollte nur erwähnen, dass ihr natürlich auch die Gurkenstücke etwas größer machen könnt. Also müsst ihr nicht unbedingt in Sterne schneiden. Könnt ihr auch einfach in vier Stücke schneiden. Das mache ich jetzt auch einfach. So, das geht natürlich auch. Jetzt bin ich auch schon fertig mit der Gurke. Die sieht jetzt so aus wie Gurke halt. Dann nehme ich mir wieder meine Schüssel zur Hand und mische es auch mit rein. Und wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video von all unseren Tieren mache und ein Video, wie ich Meerschweinchenplätzchen backe, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Als nächstes nehme ich mir von dem Sellerie noch etwas. Das habe ich jetzt einmal mal abgerissen. Ich schneide das einfach so in diese Stücke da. Ich mache das mal eben. So am besten, oder am besten noch dünner, also so. Weil das am Ende unsere Zwiebeln werden. Ich kann doch diese Zwiebelringe da. Dann nehme ich mir noch ein paar Karotten. Erst tue ich das in die Schüssel und nehme am besten etwas dickere Karotten, zum Beispiel so, oder am besten noch dicker, weil das dann die Salami werden soll. Ihr könnt eure Kreativität dann natürlich freien Lauf lassen. Und ich habe etwas verwechselt, und zwar wollte ich ja, dass das meine Salami wird. Wenn ihr bessere Ideen habt oder eure Meerschweinchen das nicht essen, könnt ihr das natürlich auch durch etwas anderes ersetzen. Wie zum Beispiel natürlich die Karotten, die ich zuerst nehmen wollte. Aber dann durch die Tomate ersetzt habe. Ihr müsst die einfach so normal in so Scheiben schneiden, dass es etwas aussieht wie Salami. Und das mache ich dann mal schnell. Ihr könnt natürlich auch zwei Tomaten nehmen, das ist kein Problem, wenn euch die Salami nicht reicht.
Die tue ich dann extra legen, weil das ja das Besondere ist. Dann schneide ich noch eine Karotte. Ich weiß nicht, ob ich die dazu mache. Aber schneiden kann ja nicht schaden. Wie gesagt, ihr könnt doch einfach andere Sachen nehmen. Oder halt mehr Sachen. Oder weniger Sachen. Ist euch ganz überlassen. Wenn ihr denkt, zum Beispiel, das passt besser zur Pizza oder was weiß ich, könnt ihr natürlich durch das ersetzen. Und ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob euch das Video gefallen hat und ob ihr die Idee toll fandet und ob ich öfter sowas machen soll. Das könnt ihr mir dann natürlich in die Kommis schreiben. Und ja, das tue ich dann auch in die Schüssel rein. Und ja, jetzt kommen wir zum, sage ich jetzt mal, Pizzateig. Dafür nehme ich mir einfach den Eis- oder Kopfbergsalat. Und hier ist natürlich mein Pizza-Teller. Dann nehmt ihr einfach ein paar Blätter von ab und legt die auf euren Teller drauf, bis der ganze Teller bedeckt ist und bis es eurer Meinung nach dick genug bedeckt ist. Das macht ihr dann einfach so lange. So, jetzt mal die Sicht von oben. Das ist jetzt unser Pizzateller. Dann nehmt ihr eure Schüssel dazu. So, dann nehmt die Sachen. Die verteile ich jetzt einfach mal auf unserer Pizza. Das mache ich jetzt mal kurz. So sieht die Pizza jetzt erstmal aus. Dann tue ich noch die Salami drauf. Ja, ihr könnt natürlich auch eine größere Pizza machen. Dafür braucht ihr nur einen größeren Teller. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.